Hallo, ich bin der Chris, der österreichische Handelsagent von Rome Snowboards, und ich möchte euch hier ein Damenmodell, nämlich das Royal, vorstellen. Das Royal ist ein reines Twin, das heißt, es fährt sich komplett gleich in beide Richtungen, und wir verbauen hier im Royal den Contact Rocker. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, das Brettel ist komplett flach hier zwischen den Bindungen. Durch die lange flache Zone erreiche ich eine ganz gute Eisgriffigkeit, eine sehr gute Laufruhe. Zusätzlich hat das Brettel aber nochmal einen Rocker in Nose und Tail. Und dieser Rocker macht das Brettel super drehfreudig, viel spielerisch, auch eine Spur fehlerverzeihender. Und der Rocker bringt mir auch mehr Auftrieb und Power, wenn es mal Tiefschnee hat. Was ihr hier ganz gut sehen könnt, jeweils in Nose und Tail, das sind unsere Bambus-Hot Rods. Ihr müsst euch vorstellen, da wird jeweils in Nose und Tail in der Centerline des Boards der Kern ausgefräst, und dann werden hier Bambusröhren in den Kern eingesetzt, um dem Brettel einfach nochmal mehr Spritzigkeit, nochmal mehr Lebendigkeit mit auf den Weg zu geben. Also trotz, dass das Royal Rockerboard ist, haben wir hier irrsinnig viel Pop, und es ist ein sehr spritziges, lebendiges Board. Das Royal ist ein mittelsteifes bis weicheres Board, das heißt fehlerverzeihend, es fährt sich auch im Park richtig lässig. Durch die lange flache Zone zwischen den Bindungen ist es auf Race und Boxen lässig und einfach zu fahren. Und wir verbauen hier auch eine extrudierte Base. Extrudierte Bases sind härter, können mehr Schläge wegstecken, aber trotzdem bitte immer regelmäßig wachsen, heiß wachsen, einbügeln. Umso länger werdet ihr Freude damit haben, und ihr werdet einfach immer perfekt gleiten. Also kurz zusammengefasst, das Royal ist ein mittelsteifes bis weicheres Twinboard, sehr fehlerverzeihend. Durch den Rocker in der Nose habe ich einen super Auftrieb im Tiefschnee. Also ihr seht, ein super geiles Allroundboard, eher im unteren Preisbereich, mit dem ihr sehr viel Spaß haben werdet, das Royal.